Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auf das Herzlichste zu unserem Thema, das heißt Atlantis. Und da entsteht somit schon die erste Frage. In einer Zeit, in der wir auf diesem schönen Planeten, auf Mutter Erde, dermaßen zu kämpfen haben mit unseren Umweltsünden, in so einer Zeit haben wir doch sicherlich andere Probleme, als uns mit etwas zu beschäftigen, mit einem Thema, über ein Thema zu sprechen, das laut der klassischen Auffassung der Wissenschaft überhaupt kein Thema ist. Es existiert einfach nicht. Atlantis hätte es nie gegeben. Oder wenn es das gegeben hätte, dann bitte in grauer Vorzeit, in grauester Vorzeit. Da sind ein paar Mythen vielleicht überliefert, aber sonst wissen wir nichts. Das ist doch nicht etwas, was uns heute so beschäftigen sollte. Und dem widerspreche ich jetzt entschieden. Und zwar, es ist so, dass wir heute genau gegenüber von Atlantis stehen. Was soll das heißen? Es ist ein halbes Weltenjahr vergangen, ungefähr 12.500 Jahre, dass ein griechischer, also ein hellenischer, damals ein hellenischer Philosoph, ein Thema niedergeschrieben hat, über ein Thema geschrieben hat, das vor 12.500 oder ungefähr vor 12 bis 13.000 Jahren, es hat sich um eine Menschheit gehandelt, die vor dieser genannten Zeit sich auf diesem Planeten entwickelt hätte und zu dem genannten Zeitpunkt dann untergegangen wäre. Also wir stehen gegenüber, das heißt, diese ganze Misere, die damals die Leute sich an den Hals gehängt haben, mit Umweltverschmutzung, mit Strahlungen, mit atomaren Kräften, mit Laserstrahlen, mit all dem, was heute uns umgibt, täglich, stündlich, mit diesen Kräften haben sie so gespielt, und zwar noch mehr, als wir es heute können. Gott sei Dank können wir es heute nicht so in diese schwarze Magie so tief hineingehen. Aber mit dieser Kraft haben sie so gespielt, dass ihr Mutterland, dieses Mutterland in Form von Inseln oder einer größeren Insel und einem kleineren und Kolonien auch, dass das untergegangen ist. Und das ist dasselbe Spiel, das gewisse Kräfte heute auch wieder veranstalten und dauernd über die Bühne gehen lassen. Die allerletzten Ereignisse hier im Nahen Osten und so weiter, meine, die sprechen ja wohl eine sehr eindrucksvolle Sprache. Und daher behaupte ich, es ist ganz entscheidend, dass wir uns mit Atlantis befassen, dass wir es erfragen, ja, was haben die denn falsch gemacht, damit wir dieselben Fehler nicht einfach noch einmal wiederholen. Ist doch nicht notwendig, das müssen wir uns doch nicht antun. Und in diesem Sinne wollen wir also Atlantis-Forschung betreiben, Atlantologie sozusagen. Und da greife ich noch einmal zurück auf den einzigen Faden, den wir haben. Also wie jetzt natürlich als Metapher, als bildhaften Vergleich. Das ganze Atlantis-Thema hängt förmlich an einem einzigen Faden. Und das ist die Geschichte von dem schon genannten griechischen Philosophen, dem hellenischen Philosophen Platon, der vor 2400 Jahren, ungefähr vor dieser Zeit, vor 2400 Jahren, ein Traktat verfasst hat, in dem er den idealen Staat zu skizzieren versuchte. Und innerhalb dieses Traktates finden wir eine Stelle, die bekannt wurde und sehr bekannt ist eigentlich, sehr bekannt sein sollte. Das ist der Dialog des Kritias und Timaios. Diese beiden Hellenen, Kritias und Timaios, die diskutieren untereinander und beschreiben in der Folge, wie das Leben in diesem Atlantis sich abgespielt hat, abgewickelt hat, wie es dann, weil der Mutterboden immer weniger wurde, immer mehr sozusagen zerbröselt ist und ihren Füßen verschwunden ist im Meer des Nordatlantiks. Und da haben sie in ihrer Not einen Krieg angefangen, einen Krieg gegen dieses Hellas, von dem der, also das, wo der, dieser Platon zu Hause war. Viel, viel später natürlich. Also haben sie vor 12.000 Jahren ungefähr einen Krieg gegen Hellas angezettelt. Wir kennen das ja, Anzetteln von Kriegen, das ist ja nichts Neues leider. Und da kommt der klassische Satz: Während eines schrecklichen Tages und einer schlimmen Nacht versank Atlantis in den Fluten des Meeres, sprich Nordatlantik, also wo heute das Azorenplateau, wo heute die Azoren liegen. Nun, damit haben wir schon einmal einen glaubwürdigen Zeugen,
ich meine, nicht da Zeugen, der ein Synoptiker gewesen wäre, sondern ein Zeuge, der die mystische Überlieferung zu Papier gebracht hat, also niedergeschrieben hat. Diese Geschichte ist nicht die einzige, die uns von Atlantis überliefert wurde. Es gibt andere Schriftsteller, Historiker, zum Beispiel den Neuplatoniker Proklos, dann zur römischen Zeit, dann den Diodorus Siculus, und dann ist eigentlich eine lange Zeit des dunklen Mittelalters, und dann erst kommt ein Amerikaner ins Bild, nämlich der Ignazio Donnelly. Und dieser Ignazio Donnelly hat einen Bestseller geschrieben, und das hat die damalige Bevölkerung von Amerika besonders, das war so um 1900, hat das so aufgewühlt, diese Darstellung, die sehr schön mit vielen Punkten und vielen Tatsachen belegt ist, oder mit, ich will nicht sagen mit Beweisen, aber mit Hinweisen, voll ist mit diesen Hinweisen, dass es so ein Atlantis gegeben haben muss. Und da wollten die Amerikaner sogar eine Expedition gleich ausrüsten, um nach Atlantis zu forschen im Nordatlantiker, im Nordatlantik. Das Traurige ist, dass das eigentlich die einzige Expedition geblieben ist, die je von Stapel gelassen sein sollte. Es hat in der Folge hat keine wissenschaftliche Gruppe, kein Team hat jemals wieder die Mittel gehabt und auch das Interesse nur gehabt, da mal nachzuforschen und eine echte Expedition auszurüsten. Ich könnte Ihnen genau sagen, wohin sie sich zu wenden hätten. Aber damit sind wir eigentlich bei dem traurigsten Punkt der ganzen Atlantis-Geschichte angekommen, abgesehen natürlich von den menschlichen Gegebenheiten des Untergangs einer Landmasse, wo Leute flüchten wollten. In diesem Zusammenhang ist zu sagen, die Wissenschaft hat sich mehr und mehr abgewendet vom Atlantis-Thema. Die Wissenschaft will nichts hören davon. Und das ist jetzt das alte Lied der Archäologie und dieser Pseudowissenschaft, die die orthodoxen Wissenschaftler eben betreiben, dass sie Dinge, die ihnen unbequem sind, Dinge, die nicht in das Dogma des Establishments hineinpassen, dass sie diese Dinge entweder verschweigen, unter den Tisch kehren oder gleich, wie es sich ereignet haben soll, angeblich bezüglich des Smithsonian Instituts, dass sie Sachen, Artefakten einfach genommen haben, auf ein Schiff geladen haben und das Ganze versenkt haben. Also damit ja nur das orthodoxe, erstarrte Bild erhalten bleibt, haben sie zu solchen Übergriffen, die total unhaltbar sind, gegriffen. Nun, in der Folge nach diesem Ignazio Donnelly gab es dann einen Österreicher, einen Wiener Ingenieur, der sehr erfolgreich war in seinem Ingenieurwesen. Er hat viele, viele Patente anmelden können. Und er hat das bekannte Buch geschrieben, Alles über Atlantis. Das ist der Heinrich Otto Muck. Und der hat in den 50er Jahren das veröffentlicht und schien sehr plausibel darzustellen, dass das Ende der Eiszeit zusammenfällt mit dem Untergang von Atlantis, mit dem Untergang der letzten Phase von Atlantis. Das muss ich immer wieder betonen, dass die Platon-Geschichte, die vor 2400 Jahren, also ungefähr in dem Zeitrahmen, damals niedergeschrieben wurde, dass die sich nur auf die allerletzte Phase von Atlantis bezieht. Da war zu diesem Zeitpunkt, war die Hochkultur schon längst im Versinken begriffen, schon längst nicht mehr das, was sie einmal war. Gut, und dieser Heinrich Muck, dieser Ingenieur, sein Aufhänger war, und der hat die Eiszeit, das Ende der letzten, der allerletzten Eiszeit vor ungefähr 12.000, 11.000, 10.000 bis 12.000 Jahren, die hat er also sozusagen als Stolperstein genommen. Ende der Eiszeit, Ende von Atlantis. Ja, aber jetzt haben die Glaziologen, also ein Teilgebiet der Geologie wäre die Glaziologie, und die Glaziologen haben sofort aufgeschrien und haben gesagt, ja, das kann ja nicht stimmen, denn wir haben ja vier Eiszeiten auf der Nordhalbkugel. Die Günz, Mindel, Riß und Würmeiszeit. Ja, Günz, Mindel, Riß und Würmeiszeiten. Ja, was ist denn mit den anderen Eiszeiten? Da müsste ich ja das Atlantis viermal haben untergehen lassen. Also das konnte man also mit Recht schon kritisieren. Aber lassen wir das offen, was man jetzt kritisieren kann und nicht.
Wenden wir uns jetzt an die neueren Forschungen. Da ist vor allem wieder ein Amerikaner zu erwähnen, der Edgar Cayce, ein Deep Trance Medium. Und dieses Deep Trance Medium, auf dem möchte ich gleich noch zu sprechen kommen, denn der ist für uns sehr entscheidend. Für die ganze Atlantis-Forschung, für die Atlantologie ist er sehr, sehr entscheidend, wie wir gleich sehen werden und hören werden. Ich will nur gerade die anderen beiden erwähnen, die auch eine sehr große Bedeutung haben. Ich habe sie in meinem Buch, habe ich es auch sehr ausführlich dargestellt. Das ist natürlich, muss ich sagen, die gute Helena Petrovna Blavatsky und unser Österreicher Rudolf Steiner. Blavatsky mit der Theosophie und Rudolf Steiner mit der Anthroposophie. Da ist dann später noch eine ganze Menge dazu zu sagen. Ich gehe zurück auf den Edgar Cayce und kann Folgendes mitteilen. Das ist eine glückliche Situation gewesen, wie dieser einfache Mensch in sich selbst die Fähigkeit entdeckt hat, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Man nennt das einen Vorgang der Empathie. Er konnte hineinfühlen in andere und konnte das verwenden, um wirklich gültige Diagnosen zu erstellen. Diese Patienten mussten gar nicht in seiner Nähe sein, in Virginia Beach oder wo er da eben gelebt hat. Zum Schluss war es wie Virginia Beach, wo auch die Bibliothek heute sich befindet, die Edgar Cayce Bibliothek, also die Nachlasse, der Nachlass, die Nachlassbibliothek. Und da finden wir nicht nur diese ganz persönlichen sogenannten Readings, sondern wir finden auch sozusagen als Beiwerk Mitteilungen über Atlantis. Zum Beispiel, also beispielhaft würde ich es folgendermaßen sagen, Cayce konnte sich hineindenken in den Mr. Simpson und der Mr. Simpson, der leidet heute an dem und dem und da hat der Cayce gesagt, ja, also in Tieftrans bitte, hat der Cayce gesagt, ja, Sie haben sich seinerzeit in Atlantis verschuldet. Sie haben damit Energie manipuliert und diese Manipulationen haben dem ganzen Erdkörper, haben den ganzen Planeten geschadet und vor allem den Menschen und dem Tierleben. Das ganze Lebensgefüge haben sie damals beeinträchtigt in negativer Weise. Sie müssen das jetzt abtragen, karmisch abtragen. Und in Atlantis waren sie also der und der. Und da sind Mitteilungen gekommen, die der gute Cayce im Tagesbewusstsein, wovon der er keine Ahnung hatte, zum Beispiel die Tatsache der Wiedergeburt, dass in vielen, vielen Leben man langsam heranreift, um wieder zurückzufinden in die höheren Sphären der Spiritualität. Nun haben wir da ganz erstaunliche Mitteilungen. Die Atlanter waren also wirklich eine Hochtechnologie, die sie entwickelt hatten. Sie waren fähig, Flugkörper zu fliegen. Sie hatten Schiffe, sie hatten Unterseeboote. Sie haben offensichtlich auch Anlagen unter Wasser erstellt. Ich werde Ihnen dann in der Folge ein Bild zeigen, wo, das kann nicht geleugnet werden, das sind Strukturen, die geologisch am Ozeanboden, die geologisch nicht erklärbar sind. Auf das kommen wir dann in der Folge zu sprechen. Also dieser gute Edgar Cayce hat 672 solche Readings von sich gegeben, die Atlantis-Durchgaben enthalten. Und da ist wirklich eine ganze Menge mitgeteilt worden. Zum Beispiel auch der Bau der großen Pyramide. Das ist selbstverständlich nicht das Werk von einem Cheops-Pharao, sondern ist das Werk von Atlantern und wahrscheinlich mithilfe von Außerirdischen, die da dieses ganz gewaltige Bauwerk der Cheops-Pyramide erstellt haben. Das Problem des schon sinkenden und immer mehr in Verfall geratenen Atlantis war dasselbe, was es heute ist, nämlich Dunkelmächte, damals genannt die Söhne des Belial, dass sich die gestellt haben gegen die Kinder des einen und da ist es zu einem Zwist gekommen und den haben die Kinder des einen, also die dem göttlichen anhaftenden Menschen, die haben damals, man kann eigentlich nur sagen, verloren und die Dunkelmächte haben
die Macht übernommen und haben offensichtlich Energie, kosmische Energie, die über die große Pyramide unter anderem angezapft wurde, große Pyramide und über Kristall, Riesenkristallstrukturen wurde diese kosmische Energie angezapft und das wurde irgendwie, wie es heißt, zu hoch eingestellt und damit ist dann, sind dann ist also da wirklich auf Teufel komm raus Missbrauch getrieben worden und da sind alle Naturkräfte rebellisch geworden und das kam zum, da musste es zum Untergang von Atlantis kommen. Um ein bisschen im Lebensbild von der Atlanta zu verweilen, habe ich schon erwähnt, die Hochtechnologie, die unsere wesentlich überschritten hat. Es ist das alles zugrunde gegangen, aber das Leben der einfachen Menschen war in etwa so wie bei uns heute, nur waren doch einige entscheidende Unterschiede. Das eine ist, dass Naturgeister eine Rolle gespielt haben. Naturgeister sind zum Beispiel bei Festlichkeiten aufgetreten, haben Kinder beschenkt, zum Beispiel Gnome haben Kinder beschenkt mit wohlschmeckenden Pilzen. Oder ein Musiker ist aufgetreten und der hat eine Riesenorgel zur Verfügung gehabt, die er mit Kristallen aktivieren konnte. Das heißt, was wir als Orgelpfeifen kennen, das waren damals Riesenkristalle und die konnten in Resonanzschwingung gehen mit einem Satz von Kristallstäbchen, die der Musizierende zur Verfügung hatte. Also Resonanzschwingung hat eine große Rolle gespielt. Eine ganz entscheidende Rolle bei all diesen versunkenen Hochkulturen spielen Kristalle. Kristalle zur Zukunftsschau, Kristalle, um in die Vergangenheit zu schauen, Kristalle zur Heilung, Kristalle, um Wissen zu speichern. Also all das ist nicht nur auf Atlantis, sondern auch den vorhergehenden Kulturen von Lemuria und Rutasmu ist zum Einsatz gekommen. Es ist vielleicht angezeigt, jetzt das zu beenden, diese Einleitung. Und ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass etwas ganz Entscheidendes auch eine Rolle spielte, nämlich die Menschen von Atlantis, die Atlantier, die hatten damals eine Schwingung, die unseren Alpha-Wellen entspricht. Das ist die Schwingung, die wir knapp vor dem Träumen, knapp vor dem Einschlafen, in der wir uns befinden. Die Alpha-Wellen, Tagesbewusstsein, Beta-Wellen und die Alpha-Wellen, also eine niedrigere Frequenz, die uns aber die Sicht, die Innensicht der Dinge irgendwie ermöglichen. Und diese Innensicht wurde aber ganz besonders ermöglicht durch das Vorhandensein, durch das Geöffnetsein des sogenannten dritten Auges, der Epiphyse der Zirbeldrüse. Gut, damit möchte ich diese Einleitung beenden und möchte mich jetzt von dem spirituellen Geschehen der Innenschau, bedingt durch das dritte Auge, das, zu dem wir überhaupt keinen Zugang haben, weil die Mikrowellen das alles zumachen, die Zirbeldrüse ist zu bei uns. Damals war sie offen, aber von dieser Spiritualität möchte ich mich jetzt bewusst entfernen und möchte also vom Geistigen jetzt in das Grobstoffliche gehen, und zwar in ganz drastischer Weise vom Geistigen, vom Spirituellen in das, was mir als Geologen ziemlich ans Herz gewachsen sind nämlich Gesteine. Und da wollen wir einmal schauen, da wollen wir uns ganz in die große Ferne bewegen und wollen in die Südsee schauen, wo wir in einem Bild sehen, wie es da so traumhaft aussieht. Es ist nicht so traumhaft wie in Wirklichkeit. Es gibt Mücken und es gibt höllische Hitze Tag und Nacht und große Feuchtigkeit. Also es ist nicht nur traumhaft. Aber es gibt auch sehr, sehr Rätselhaftes. Und da kommen wir zu einem Begriff mitten im Pazifik, dem sogenannten Nanmadol. Das ist ein Bild jetzt, das ich Herrn von Däniken verdanke. Ich habe diesen Teil der Südsee damals auf einer großen Südseereise nicht besucht, aber er hat mir dann diese Bilder zur Verfügung gestellt. Was sehen wir hier? Wir sehen hier nicht mehr, nicht weniger als Basaltsäulen, die so wie ein Blockhaus in einer Blockhausbauweise übereinander getürmt sind. Und die moderne Archäologie hat natürlich keine Ahnung, wie man das Ganze einordnen soll.
In welchem Kulturkreis, Sie sagen, vor ein paar hundert Jahren hätten die Einheimischen das gemacht, das ist absolut unwahr. Und ich werde jetzt aufgrund dieser Tatsachen, werde ich Ihnen vorführen, wie sehr die Wissenschaft daneben ist, wie diese Darstellungen einfach unbrauchbar sind. Wenn man sagt, ja, diese Südseeinsulaner, die haben einfach diese 5 bis 45 Tonnen Basaltsäulen, die haben die einfach aufs Kanu gelegt, auf einer Katamaran, auf einem Auslegerboot, haben sie um die halbe Insel herum befördert, das wäre nämlich die Notwendigkeit gewesen, und haben sie dann so aufgeschichtet. In einer ungeheuren Anlage, die heute zum Teil auf dem Korallenriff unter Wasser schon ist, also ein bisschen abgesunken ist, eine Anlage, die sicherlich Äonen von Alter hinter sich gebracht hat. Also lauter, und zwar, wenn ich sage lauter sind, meine ich nämlich Hunderttausende von Basaltsäulen. Und die, und damit kommen wir zum ersten Punkt, der nicht stimmen kann, was uns die Wissenschaft erzählt. Basaltsäulen, die erstens in dieser Menge, in Menge von Hunderttausenden, nicht vorhanden sein können auf dieser kleinen Insel von Ponape. In den Karolinen, in der Gruppe, also in der Inselgruppe der Karolinen im äquatorialen westlichen Pazifik. Es gibt einfach nicht, ich als Geologe kann das beurteilen, Sie sehen hier ein Bild von der Insel Flores in den Azoren, wo auch solche Basaltsäulen vorkommen. Ich habe das ausgezählt, so ein Ausbiss oder Aufschluss, wie wir es Geologen es nennen, der zeigt vielleicht höchstens ein paar hundert solche Basaltsäulen. Und in Wirklichkeit sind es aber Hunderttausende und die stammen nicht von der Insel. Das ist einmal das Erste. Und da muss ich als Geologe sagen oder fragen, ja, woher kommen die dann auch eigentlich? Und da gibt es nur eine Feststellung. Ringsherum ist heute nur Wasser, nur Meer, nur Pazifik. Die kommen ganz einfach von einer Landmasse, von einer basaltischen Landmasse, wo solche Lavagüsse erkaltet sind in der Form von Basaltsäulen und von dort haben sie es hergeholt. Das ist einmal das erste Argument. Das zweite ist, wenn Sie es mit Auslegerbooten in der Gepflogenheit der Südseeinsulaner transportiert haben wollten, nämlich 5 bis 45 Tonnen oder bis 50 Tonnen Gewicht, so zerbricht jedes Boot. Aber selbst wenn wir das annehmen, Sie hätten es auf Booten transportiert, um es auf, um die Insel herumzubringen, zu der Stelle, wo Sie das Bauvorhaben durchziehen wollten, dann muss ich sagen, da ist ja nicht genügend Holz auf so einer kleinen Insel. Wenn Sie einmal das Holz abgeschlagen haben, geschlägert haben, alles, das wissen wir, das weiß ich selbst aus dem Amazonas zum Beispiel, das wächst nicht mehr nach in Form von riesigen Stämmen, die Bauholz liefern. Das wächst ein bisschen, Busch wächst danach, aber nicht entsprechend Bauholz, um solche dauernd Katamarans zu ersetzen, die zu Bruch gegangen sind. Das wäre das Zweite. Also das Erste war ein geologisches Argument, das Zweite wäre ein ökologisches, ein Umweltproblem. Das Dritte wäre das Transportproblem. Und zwar insofern, als, wie gesagt, auf kleinen Südseekatamarans kann man solche Säulen nicht transportieren. Das ist lächerlich. Abgesehen davon, dass ich ja, wenn ich die Zeit, das Timing nicht richtig durchziehe, komme ich in die Ebbe hinein und dann strandet das zerbrechliche Boot mitsamt der Basaltsäule, strandet dann am Korallenriff und da müssen wir heute noch diese Säulen dort liegen sehen. Also das ist auch nicht gangbar. Das war das Dritte. Das Vierte ist ein ökonomisches Problem. Und zwar insofern, als eine kleine Südseeinsel, die verfügt über nicht mehr als ein paar hundert Leute. Und wir stellen uns das so nach diesem Eingangsbild von diesem Traumland, der Südsee-Traumlandschaft, glaubt man ja, die tanzen Hula und liegen in der Sonne herum oder trinken irgendwann ein alkoholisches Getränk und kugeln in ihren Hütten herum. Dem ist nicht so. In der Südsee ist der Überlebenskampf ein ganz besonders harter, denn dort ist man dermaßen der Witterung ausgesetzt. Es können jederzeit Taifune hinwegfegen und die ganze Ernte vernichten. Es können, und die Kokosbäume knicken und so weiter, die Nüsse frühreif von den Bäumen herunterschlagen. Dann ist es natürlich die Flutwellen. Es braucht nur eine ordentliche Flutwelle über die ganze Insel drüber zu schwappen. Und dann ist auch wieder einmal alles hin. Und das nächste ist dann ganz einfach
dass die Leute eben im Einsatz sein müssen, um auch zu fischen. Und die Fischgründe, das ist abhängig vom Wetter. Also das sind alles Tatsachen, die die Wissenschaft einfach unter den Tisch kehrt. Ich müsste hunderte von Leuten abstellen können für dieses Bauvorhaben. Und diese Population ist einfach nicht da auf diesen kleinen Südseeinseln. Also damit haben wir vier Punkte, die nicht stimmen können, die uns aber die Wissenschaft aufschwatzen will. Und das fünfte ist ein ganz etwas wirklich Grundlegendes, nämlich etwas, wo die klassische Wissenschaft immer ihre Augen und Ohren zugemacht hat. Das ist eine ganz einfache Tatsache der Physik und des Bewusstseins. Es ist eine Kombination, wie Sie gleich sehen werden, von Physik und Bewusstsein. Nämlich, und das hat vor ziemlich genau 100 Jahren, hat das ein Einheimischer, ein Schamane, damals hat es noch Schamane gegeben, so ein Schamane hat dem deutschen Forscher Paul Hambruch, Dr. Paul Hambruch, während der Südsee-Expedition, hat er auf die Frage, ja, wie sind die Transportgegebenheiten gewesen, hat er gesagt, ja, wissen Sie denn das nicht, das haben die Schamanen, die Magier haben das durch die Luft fliegen lassen. Ja, das ist damals für einen gelernten Archäologen, einen diplomierten Archäologen, unhaltbar gewesen. Und dasselbe Thema haben wir, wie wir gleich sehen werden, bezüglich der Osterinsel. Da war die Engländerin, die erste wirkliche Forscherin war die Catherine Routledge. Und die hat auch gefragt, ja, wie sind denn diese Moai, diese Statuen darauf gekommen, auf den Hügel da? Ja, Madame, wissen Sie denn das nicht? Das haben die Schamanen transportiert, die sind auch durch die Luft geflogen. Ja, und was ist die Kernaussage? Die Kernaussage ist die Mythologie, die nämlich gestimmt hat. Die Schamanen haben recht gehabt. Das ist Levitation, das ist Antischwerkraft. So wurde das bewegt. Und das kennen wir vom heutigen Tibet nach wie vor. Schauen wir einmal ein bisschen weiter. Da sehen wir schon einmal ein Bild von diesen Moai. Auf der Osterinsel gibt es 600, 700 Einzelstatuen, zum Teil auf Plattformen, auf den Ahus, zum Teil stehen sie einzeln in der Gegend herum. Und da zeige ich Ihnen jetzt ein Bild, wo Sie wieder zeigen können, wo ich wirklich zeigen kann, etwas ganz Besonderes. Da haben wir das Bild eben von der genannten Catherine Routledge. Und was macht diese Catherine Routledge, beziehungsweise was hat sie da am Gange? Sie hat eine Gruppe von Arbeitern, lokalen Arbeitern. Und was tun denn die? Die graben so eine Steinfigur, so einen Moai aus. Ja, wie gibt's denn das, dass sie einen Moai ausgraben? Der soll doch aufgestellt sein. Ist denn der umgefallen? Und wenn er umgefallen ist, sie haben ihn doch nicht begraben. Die wollten doch nicht eine Leiche da in Form dieser Steinstatue begraben. Was wir hier sehen, ist ein Dokument, dieses Bild, dieses 100 Jahre alte Bild, ziemlich genau 100 Jahre alte, 1914, 100 Jahre alte Bild, das zeigt nichts anderes, als dass ein Moai so lang am Rücken gelegen ist, auf dem Berghang, bis der Verwitterungsschutt ihn wirklich begraben hat. Und wie lang dauert denn das, bis so ein Verwitterungsschutt so eine Figur begräbt? Ja, das dauert nicht Hunderte und Tausende, das könnte einige Hunderttausend Jahre brauchen, bis die umliegenden Vulkankuppen abgetragen sind durch natürliche Verwitterung, durch Erosion, und dass der ebenso in der Erde drinsteckt. Und da zeige ich Ihnen jetzt ein paar Bilder, ganz neue Bilder. Das ist die Heyerdahl-Expedition von 1955, glaube ich. Und da sieht man auch, wie tief der in der Erde gesteckt hat. Und er ist aber ziseliert, noch unter dem Bauchnabel, wo die Hände zusammenfallen, ist er noch ziseliert. Und die nächsten Bilder werden Ihnen zeigen, wie sehr der, noch einmal der Akku-Akku-Bild aus dem Heyerdahl-Buch Akku-Akku. Aber das nächste Bild ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Da sehen wir, wie gerade ausgegraben wird. Und noch zwei Bilder zeigen dasselbe. Was heißt das? Wir sehen, wenn wir die weiteren Bilder anschauen, sehen wir, dass die ganz schön lang, also tief im Boden stecken. Der Körper ist ganz schön lang, sie stecken tief im Boden. Und dasselbe Argument, die sind doch nicht so tief eingegraben worden. Sie sind ja, wie gesagt, auch die sieht man, dass sie ziseliert sind. Ja, wozu denn dieses Ziselieren, wozu denn diese eingeritzten Inschriften oder Zeichnungen, wenn sie dann eingegraben werden? Die stecken einfach deshalb so tief in der Erde, weil sie im Verwitterungsschutt ertrunken sind im Laufe der Zeit. Das ist das. Und das sehen wir jetzt noch einmal, so ein Bild, ein ganz neues, wie sogar eine Leiter notwendig ist, um so in diese Tiefe hinunterzusteigen, wo diese Figur, also wo dieser Moai da in der Tiefe da drin steckt mit seinem Fuß.
Nun, das ist aber nicht das einzige Rätsel der Osterinsel, das die Wissenschaft übrigens total verschweigt. Das zweite Rätsel ist vielleicht ein noch größeres. Das erste wäre also das Alter dieser Moai. Das zweite hat mit den Moais überhaupt nichts zu tun. Das ist nämlich die Tatsache der Existenz der Rongo-Rongo-Schriftzeichen. Und diese Rongo-Rongo-Schriftzeichen, die wurden seinerzeit vom französischen Geistlichen gefunden und die haben folgendes Phänomen. Es hat ein ungarischer Archäologe in den 30er Jahren, 1930, durch sogenannten Zufall herausgefunden, dass diese Rongo-Rongo-Glyphen identisch sind mit Schriftzeichen, die im Indus-Tal aufgefunden wurden, in einer Örtlichkeit namens Mohenjo-Daro. Und es ist Folgendes zu bedenken. Mohenjo-Daro und die Osterinsel sind genau antipodal auf dem Globus angeordnet. Das heißt, im Südostpazifik haben wir die Rongo-Rongo-Schrifttafeln auf Holz, ins Holz eingeritzt und am anderen Ende, sozusagen am anderen Ende der Welt, im Indus-Tal, also genau 20.000 Kilometer entfernt, zeitlich die Entfernung wissen wir nicht, zeitlichen Unterschied wissen wir nicht, wie da die Herstellungsdaten sind. Also genau um den halben Planeten entfernt, im Indus-Tal, finden sich 160 identische Schriftzeichen. Und das ist natürlich etwas, wo die Wissenschaft einfach schweigt. Sie kann nichts dazu sagen, weil die ganzen Thesen der Wissenschaft sonst zusammenbrechen. Es ist klar, dass ich nicht das annehmen darf, was eigentlich das einzig Logische ist, nämlich eine untergegangene Kultur, nicht Atlantis, nicht Lemuria im Indischen Ozean, sondern eine Landmasse, die im Indischen genannt wird Rutas Mu, im Pazifischen Ozean, im zentralen Pazifischen Ozean. Also wir haben den Gegensatz hier Südostpazifik, Mutterland, Rutas Mu, wo höchstwahrscheinlich diese Glyphen entwickelt wurden und gebraucht wurden. Flüchtlinge aus dem sinkenden Rutas Mu haben sich auf die Osterinsel geflüchtet. Einerseits, es sind noch andere Gebiete, wo sie sich hingeflüchtet haben, wie wir bald sehen werden. Und andererseits sind sie nach Asien, Zentralasien, in das Gebiet der Uiguren, der heutigen Uiguren, Vorfahren der Uiguren in der heutigen Wüste Gobi, sind weiter, eine Gruppe ist noch weiter gewandert, bis ins Indus-Tal hinunter. Und dort haben wir eben Mohenjo-Daro und Harappa mit diesen auf Rollsiegeln eingeritzten Schriftzeichen identisch, 160 Stück identisch mit den Rongo-Rongo-Glyphen. Damit sind wir noch immer nicht zu Ende mit der Betrachtung der Osterinsel und dieses Rätsels der Indus-Tal-Schrift, denn es ist noch etwas, und das ist vielleicht noch haarsträubender als die Tatsache, dass diese Schriftzeichen so weit verstreut sind, so auseinanderliegend verstreut sind auf dem Globus. Es gibt ein paar Inseln, wo auch dazwischen ähnliche Glyphen sind. Also die Forschung ist da noch nicht, da ist sich da überhaupt noch nicht einig und zu Ergebnissen gekommen. Aber etwas ganz Eklatantes ist noch zu sagen. Und das wieder mal Erstaunliche und Erschütternde ist, dass ein deutscher Forscher sich damit befasst hat, der ist angeblich 40 Jahre schon tätig in Mohenjo-Daro und hat 2011 im August, am 6. August 2011 in einer Fernsehsendung, hat er über seine 40-jährige Studium, über seine 40-jährigen Studienergebnisse hat er gesprochen, über die verglasten Ziegel, über die Schachbrettmuster in Mohenjo-Daro und all das, über die Tonschirme und all das. Aber die Rongo-Rongo-Schriftzeichen hat er überhaupt nicht erwähnt. Und noch etwas hat er wohlweislich nicht erwähnt. Nämlich, es wurden die ersten Ausgrabenden, Davenport, Engländer, haben schon in den 20, 30er Jahren, bei den ersten Ausgrabungen, sind sie in den Straßen, in schachbrettförmig angeordneten Straßen, da haben wir das Bild von diesem Mohenjo-Daro, und da hat man gefunden, in den Straßen, hat man ausgegraben Leichen. Ja, das ist für Archäologen nichts Erschütterndes, aber das Erschütternde kommt jetzt. Diese Leichen sind höchst verstrahlt, radioaktiv verstrahlt, so wie in Hiroshima und Nagasaki.
Bitteschön, verstrahlte Leichen, eingegraben, also verschüttet in den Straßenzügen von Mohenjo-Daro. Was soll die Wissenschaftler dazu sagen? Hat es eine hat es eine Hochkultur gegeben, die der Atomkraft kundig war? Hat es eine Macht gegeben, die atomare Waffen zum Einsatz gebracht hat? Es muss so gewesen sein, es führt nichts drum herum, nur die Wissenschaft schweigt drüber. Man kann das überhaupt nicht mehr als Wissenschaft bezeichnen. Das ist ein Herumführen des Publikums an der Nase. Wie gesagt, der Mann hat über alles geschrieben und gesprochen, über die verglasten Tonziegel und Scherben, aber er hat weder die verstrahlten Leichen erwähnt, noch die Rongo-Rongo-Schriftzeichen, die auf der Osterinsel sich befinden und identisch sind mit den Mohenjo-Daro-Rollsiegeln. Um diese ein bisschen jetzt da zu verweilen bei der Tatsache der verstrahlten Leichen, möchte ich eingehen auf die Mythologie. Mythologie ist Gott sei Dank inzwischen ein Teilgebiet der Archäologie geworden. Es gibt also nicht nur die Archäologie als klassische Wissenschaft, die eben leider sehr, sehr vielfach sehr viel daneben liegt. Es gibt auch heutzutage eine sogenannte Geomythologie, die zum Schrecken der ganz Orthodoxen sich damit befasst, dass in den alten Mythen, dass da sehr viel Wahrheit drin versteckt sein könnte. Nach dem lateinischen Sprichwort cum grano salis ist das zu verstehen. Also ein Körnchen Wahrheit in diesen alten Mythen. Und da wollen wir uns einige dieser Mythen jetzt als Einschaltung uns einmal anschauen, beziehungsweise ein bisschen drüber sprechen. Das erste, an was ich anknüpfen möchte, ist ganz einfach, um im Indus-Tal zunächst zu bleiben. Im weiteren Sinne will ich damit anpeilen die vedischen Schriften. Also um in der nordindischen Literatur zu bleiben, in Form und zu betrachten, das ungeheure Schriftgut Nordindiens mit den vedischen Schriften, die Bhagavad Gita ist ein Teil von Mahabharata und Ramayana und dann diese anderen Schriften, Puranas und Upanishaden und so weiter. Und da finden wir tatsächlich, da werden wir aber wirklich absolut fündig, da finden wir nicht mehr und nicht weniger als Darstellungen, wortwörtliche Darstellungen, die sprechen von den Flugkörpern, von den Vimanas, und die sprechen von den Flugkapitänen. Der eine war offensichtlich der Oberste der Luftwaffe des Rama-Reiches, das indische Rama-Reich von damals, atlantischen Zeit. Oder noch älter, hätte also sich im Krieg befunden mit den Atlantern und da hätte dieser oberste Luftfahrtoffizier, der Gurka, der hat dieses ein ganz kraftvolles Vimana geflogen und hat eine Waffe geschleudert, die hat die ganze Kraft des Universums in sich geborgen. Und als die zur Explosion kam, sind die Krieger, die feindlichen Krieger, dahingestreut gelegen. Sie waren verbrannt, sie waren unkenntlich, sie waren nicht mehr als menschenkenntlich. Das muss man sich vorstellen, das kann ja nicht eine Kriegsführung des Mittelalters gewesen sein. Das ist richtiger Atomkrieg. Und das ist die Antwort auf die Frage, hat es schon eine Hochkultur gegeben, die der Atomkraft kundig war? Und da muss man antworten, ja. Aber das traut sich natürlich die klassische Archäologie nicht zu sagen, nicht mitzuteilen. Das wäre einmal die eine Mythologie aus den Veden. Es gibt ganz spezielle Literatur, wo alles ganz genau beschrieben ist. Die ist erst seit kurzem übersetzt ins Englische aus dem Sanskrit. Ganz genau beschrieben über die Piloten, wie sie sich verhalten haben, wie die Flugkörper konstruiert waren. Das waren offensichtlich Quecksilberaggregate, die eine Implosion im Sinne von Schauberger erzeugt haben. Mit dieser Kraft der Implosion waren sie natürlich viel, viel kraftvoller als unsere heutigen Explosionsantriebssysteme. Gut, soweit bezüglich der vedischen Schriften. Jetzt mache ich einen kleinen Abstecher nach Südindien. Und da will ich nur erwähnen, dass in Südindien, im dravidischen Gebiet, im Gebiet des heutigen Tamil Nadu, dass da Schriften, mythologische Überlieferungen in Schriften nach wie vor
gelesen werden in den Schulen. Ein Inder, der in Wien immer Gastvorlesungen über Sanskrit und dravidische Sprachen hält, hat mir das alles klar gemacht. Heute noch wird in Tamil Nadu in den Schulen über eine versunkene Landmasse südlich des indischen Dreiecks berichtet. Das heißt also, wo Kap Comorin heute ist, wenn man da nach Süden schaute, würde man seinerzeit vor urdenklichen Zeiten eine weitere Landmasse gefunden haben, wo die Urdraviden ihr Leben, also eine Hochkultur entwickelt hatten. Übrigens ist vor ganz kurzer Zeit eine Nachricht durch die Presse gegangen, dass man im Indischen Ozean tatsächlich Spuren einer versunkenen, also Reste von einer Kontinentalmasse gefunden hat. Also sagen wir nur Splitter eines Kontinents entdeckt hat. Also zwischen Madagaskar und dem Indischen Dreieck müsste sich das abspielen. Das war die zweite mythische Darstellung, die ich kurz anreißen wollte. Das dritte führt uns ganz woanders hin. Wir kommen jetzt bei der dritten Idee, also Mythologie, mythologischen Gegebenheiten, kommen wir wieder auf die Idee zurück einer Landmasse im Pazifik, das wäre also Rutasmu, und da gibt es genügend Mythen im Bereich des Polynesischen. Zum Beispiel, das bekannteste Beispiel wäre das Kumulipo, der Hawaiianer, der Schöpfungsepos der Hawaiianer mit dem Namen Kumulipo. Das beginnt mit der dunklen, finsteren Nacht, Tepo, die Nacht, und wie sich dann das Leben entwickelt auf diesem Planeten. Aber es wird vor allem dargestellt eine furchtbare Katastrophe, die diesen Kontinent Rutasmu betroffen haben sollte, und durch gigantischen Vulkanismus, gigantische Erdbeben, gigantische Flutwellen, all dieses Ungemach hätte die Menschen betroffen und sie wären auf die höchsten Bergspitzen geflüchtet. Und dann hätte sich, als sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt hatte, haben sich die wohl in Sicherheit befunden auf diesen Vulkangipfeln und Vulkanrücken. Aber das Schreckliche ist eingetreten, der Hunger, bis sie sich schließlich gegenseitig aufgefressen haben. Und das ist eigentlich für mich der Aufhänger für diese genauso schrecklichen Begebenheiten bis in die jüngere Vergangenheit, wo man auf den Fidschi-Inseln nach wie vor im Museum in Suva Zeremonialgabeln zeigt, mit denen also Menschenfleisch verspeist wurde, also Kai Kai en Naka betrieben wurde. Auf der Marquesas-Insel war es nicht besser. Gut, Gott sei Dank ist das gehört aus der Vergangenheit an, aber das ist die Mythologie der Polynesier. Und schließlich kommen wir jetzt wieder in ein anderes Gebiet gedanklich, nämlich in das Gebiet eines Indianerstammes, des bekanntesten Indianerstammes, von dem wir heutzutage immer wieder hören. Das sind die Hopi-Indianer unter dem Führer, dem Weißen Bären. Und Gott sei Dank hat es jemanden gegeben, der sich dieser Mythologie des Weißen Bären angenommen hat. Es ist, könnte irgendeiner sein, aber es ist ein Österreicher gewesen, der Josef Blumrich, und der hat das also bei der NASA dann AD gesagt hat, hat er sich in das Gebiet von Neuen Mexiko begeben und hat die Aufzeichnungen, also Kaskara und die Sieben Welten heißt das Buch, hat er studiert, und da ist genau das gleiche ausgesagt wie im Kumulipo der Hawaiianer. Eine fürchterliche Katastrophe hat Rutasmu betroffen, diese Inselbewohner sind geflüchtet unter der Führung von Außerirdischen, von Kahunas, wäre das hawaiianische Wort, Kashinas haben sie damals sich genannt, sind sie nach Südamerika. Und damit möchte ich jetzt eine kleine Pause machen, bevor wir auf die Wanderungen der Flüchtlinge von Rutasmu zu sprechen kommen.